Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute Robert und die Mathilde. Wo darf ich denn meine schöne Statue hinstellen? Was für eine Statue? Eine Statue der Erfrischung, der Heilbrunnen von Mithra. Keine Ahnung. Hier auf unserem schönen Vorplatz. Ja, das sieht ja ein bisschen scheiße aus, der Vorplatz, aber könntest du machen, ja. Auch hinten hinpacken. Ah, wo guckst du denn? Der guckt dir nach links und rechts. Ein Mutant. So, jetzt steht sie hier. Oh. Ah, sieht schön aus. Irgendwie könnte man diesen Platz mal bearbeiten, oder? Ja, was willst du denn da machen? Willst du überall hier so Bodendinger hinsetzen? Ja, wenn wir schon hier schon tolle Statuen, das sieht ja schön aus, die Statue. Ja, jetzt darf ich dann die Statue natürlich wieder abreißen, wenn wir es machen, aber können wir... Wie, kannst du nicht einfach verschieben? Nö. Oh, das ist beschissen. Ja, dann muss ich die halt nochmal bauen. Nö, dann vergiss es. Ich kann ja erstmal anfangen, hier den Boden zu machen und sparen hier den Teil erstmal aus und dann können wir ja gucken. Ja, können wir ja so nebenbei machen. Genau. Was uns auch gerade aufgefallen ist, ich habe den Server nicht runtergefahren und darum sind jetzt schon unsere Leute hier fertig. Und unsere Tierchen auch. Wofür braucht man denn einen Jogpriester? Wir haben einfach mal einen Priester mitgenommen. Ich probier's mal aus, den bei mir zum Mithraschrein zu stellen. Warte, ich packe ihn dir wieder rein, warte. Warte, jetzt habe ich erstmal den Träger. Den Träger können wir ja gleich mitnehmen, weil wir brauchen wieder Eisen. Man muss. Er ist ein Killner. Wenn wir später eine Disco bauen, dann können wir den da so hinstellen. Hier, du stehst. Gucken wir mal. Also, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ein Jogpriester in der Mithra-Schrein was bringt, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja. Also, ein bisschen widersprüchlich zueinander, aber okay. Ob die das Futter der Tiere hast du kontrolliert? Weil wenn der Server lief, nicht, dass die jetzt kein Essen mehr haben. Da ist auch nur eine Sache drin, eine Suppe in der Futtergruppe. Ja, die habe ich da reingepackt. Oh, da habe ich aber auch gekochtes Fleisch hingebracht, da haben die das doch aufgefressen. Und die Tiere sind auch fertig. Wir müssen Futter für die Tiere besorgen, nicht, dass die uns... Ja, ich habe jetzt gelesen, ich glaube, Ulrich Meyer hat uns das reingeschrieben, dass diese Fütterung sowieso noch nicht funktioniert. Dass wir es deswegen stimmt, nicht machen müssen. Stimmt. Hier, das Nashorn kriegt ein bisschen grün. Klack. Und den. Okay, der Jogpriester scheint wirklich nur im Jogtempel zu funktionieren. Ich hatte ihn gerade bei mir vorgesetzt und da erschien nichts. Was hast du für einen komischen Gott? Seht, ja. Oh ja, der Elefant kommt zum Hintereingang. Also, ein Jogpriester bringt uns nichts. Da fehlt ein Stück Mauer. Oh. Ja, hier fehlt noch viel Mauer. So, Elefant ist hier. Trollt, trollt. Ach so, warte, den benenne ich gleich jetzt mal. Das ist ein Wachofant. Aber ein Vorteil hat es, dass wir den Server laufen lassen haben. Wir können jetzt neue Tiere, neue Mitarbeiter. Also keine Ahnung, ob ich den richtig geschrieben habe, aber das ist der Elefant ist jetzt Colonel Hattie. So, und da wir Eisen abbauen gehen und ich den Träger mitnehme... Der Träger und vielleicht irgendwie ein Tier? Ja, wir können ja Bansai oder Shenzi mitnehmen. Wohl, man könnte mal gucken, was... warte mal... Der Elefant tragen kann? Genau, Elefant oder Nashorn. Boah, das Nashorn liegt näher. Ey, jetzt müssen wir uns echt Namen überlegen für die ganzen Tiere, ne? Wollen wir die Tiere vielleicht nach unseren Lieblingsabonnenten benennen? Sie können ja Wünsche äußern. Ich glaube, wir hatten auch schon gesagt, wer Namen weiß, kann die in die Kommentare schreiben.
Also wenn ihr es lustig fändet, wenn wir unsere Tiere nach euch benennen, schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden das natürlich nicht ohne eure Zustimmung. Nee, das auf keinen Fall. Na, also ihr könnt uns gerne ein Tier nennen, dessen, bei dem ihr gerne euren Namen drauf hättet. So. Dann stelle ich den mal wieder raus, damit er mir folgen kann, weil ich glaube, der kommt nicht durch die Tür. Das glaube ich auch. Warte, dann hole ich mal hier unseren Träger. Wo ist er denn da? Hast du dran gedacht, dir im Zweifelsfall ein bisschen Reparatureisen mitzunehmen? Ja, habe ich. Habe ich doch gesagt vorhin. Gut. Okay. Ah, noch wo habe ich jetzt meine Dings wieder hingepackt? Das ist immer das Blöde, wenn man Sachen austauscht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo meine Leuchtfackel ist. Eine Leuchtfackel? Ja. Hm, ich habe noch eine zweite im Angebot, aber die geht nur noch 2 Minuten. Mach mir einfach. Ja. Hm. Nashorn, wie nenne ich dich? Ach, das können die, das könnt ihr entscheiden. Ja. Also das Nashorn ist doch frei vom Namen her. Mir fiel gerade nur Horny ein, aber nee. Das ist blöd. Horny ist wirklich blöd. Soll ich noch auf dich warten, oder? Ich komme schon. Alles gut. Du kannst ruhig schon weiterlaufen. Gut. Ich hätte sonst gewartet und ein bisschen Insekten gegessen. Ich komme schon. Nein, lauf, Nashorn, lauf! Ich habe den perfekten Namen für das Rhinoceros. Nein. Rambi. Rambi. Hm. Ja, Rambi. Rambi ist der perfekte Name für ein Rhinoceros. Wer weiß, warum es Rambi ist, darf es in die Kommentare schreiben. Ich werde es diese Folge noch nicht sagen. Aber Rambi finde ich... Achso, Rambi hat eine Bedeutung? Ja, natürlich hat Rambi eine Bedeutung. Ist das ein Kaninchen gewesen? Nein, dann würde ich nicht ein Rhinoceros Rambi nennen wollen. Rambi der Rammler. Oh, kaputt. So, dann bleib mal kurz stehen, Nashorn. Okay. Die Namen sind natürlich nicht fest. Ach ja, und es wurde noch gesagt, dass du mir noch, dass ich auch noch eine Sandsturmmaske brauche. Was? Ja. Das habe ich überlesen. Tja. Tja, dann muss ich ein paar Herzen abschlachten. Dann kann ich hier gerne sowas machen. Wonderful. Da sind wir die Sandsturm-Gang. Jo. Der Träger kriegt aber keine. Den muss er sich erst verdienen. Wie viel Slots hat er? Fünf. 15. 15 nur? Das ist, glaube ich, mehr als das Nashorn. Nashorn? Das hat nur 10. Ja, da können wir ja ordentlich Eisen sammeln. Wo wollen wir denn anfangen? Lass mal rechts hoch. Ich habe links die Treppe noch nicht kaputt gemacht. Okay. Oh, wieso habe ich keine Schuhe an? Ich habe keine Schuhe an, ich bin barfuß. Schuhe kaputt gegangen oder was? Anscheinend. Sonst hätte ich ja Schuhe an.
Ach, da ist ein Stamm, da ist kein Eisen. Ach, willst du ihn killen, oder? Nö, ich hab nur geguckt. Ich dachte, hier rechts wäre auch irgendwie Eisen. Oh, Mann, Mann. Oh, hier ist ein Typi. Ein Camper, ein Zimmermann, Stufe 2. Toll, ich habe kein Dings dabei. Hast du was zum Knüppeln? Nö. Hey, warum bewegt er sich weg? Dann muss er sterben. Ja, warte, dann nehme ich sein Herz und dann kann ich die nächstes Mal so ein... Brauche auch mehr Herzen, glaube ich. Ich glaube, 3 oder 4 waren's. Ah, dann gehen wir hier halt noch mal kurz... schlachten. Na gut. Barbarenüberfall! Ja, gib mir dein Herz. Die was? Arme hebe ich auch auf. Ach ne, die Tiere können ja nichts essen. Oh. Ja. Doch, essen können sie, dann heilen sie ein bisschen schneller. Aber sie brauchen das Essen nicht. Nicht so weit links, da ist irgendwo das Scorpion King. Ja, der ist unten. Den mag ich nicht. Ja, hier ist gar kein Eisen. Ja, gut, haben wir es auch mal erklärt. Das hatten wir irgendwie schon mal gelernt. Ja, das ist der Haken, den haben wir schon. Doch, hier ist ein bisschen Eisen, aber... Naja. Ich glaube, ich muss... Ach, eine Steinnase! Hi! Oh! Ups. Was war das denn? So. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie komische Windows-Tastenkombination benutzt. Okay. Egal, das tut. Toll, jetzt ist hier Rambi direkt vor mir meiner Nase gespawnt. Aber so richtig so platsch. Hallo, hier bin ich. Ach, da ist noch einer. Oh, der leuchtet. Der ist hardcore. Oh, der ist hardcore. Der mag mich. Und ich muss weg. Ja, alles gut. Unsere zwei Kumpels machen das schon ziemlich gut. Yay, Stufe aufgestiegen. Hm, jetzt siehst du besser aus. Oh, ich höre Kampfmusik. Ich habe einen Goldstein bekommen. Aus dem Vieh? Ja. Und ein verbessertes Rüstungsreparatur-Kit? Hä? Da links ist auch noch ein Feind. Ey! Das Nashorn geht da rein, zack, und weg ist er. Ja. Ich würde sagen, wir gehen da links rüber, da ist, glaube ich, mehr Eisen. Ah, hier vorne ist doch ein Durchgang für Eisen. Na, okay. Rami, wo willst du wieder hin? Okay, hier ist eine ganze Menge Eisen. Ach, wer hat's nicht erwartet? Ah, Rambi schiebt mich runter. Guter Rambi. Ach, wir holen sich gleich den nächsten. Was klingelt hier denn so? Hast du es auch?
Immer noch nicht tot. Jetzt. Wir brauchen bald zu Hause noch eine dritte Schmiede. Ja. Könnten wir fast schon ein Schmiedehaus bauen. Was denn? Ein Schmiedehaus. Ah, hier unten im Tal ist noch ganz, ganz viel. Ja, ja, da müssen wir jetzt so runter. Ja. Oh, da links ist noch was. Rambi, warte mal, ich komme gleich. So, und auch wenn ich weiß, dass die Steinnasen nicht so viel bringen, ich zacke die trotzdem, ich will nämlich Schwefel haben. Ich finde das Kristall, was man da auch kriegt, nicht schlecht. Ja. Also ich weiß noch nicht, wofür wir Glas brauchen, aber... Damit können wir auf jeden Fall Glasfiguren machen, ne? Oder Glasflaschen, ja. Ey. Okay. Die Herzen behalte ich. So. Mhm. Da wartet schon wieder eine Steinnase. Oh, ganz viele vor uns. Würde ich sagen, erledigen wir die erstmal. Ja. Also zwei waren direkt hier vorne. Ah, ja, Steinnasen! Ah, ich sehe dich. Noch mehr? Was? Noch mehr? Oh, ach, da ist noch eine. Hä? Der hat Rambi direkt angegriffen. Wir müssen uns noch einen Namen für den Träger überlegen. Hm. Oh, Rambi! Ich stecke in Rambi fest. Geh mal bitte woanders hin, dass Rambi hier verschwindet. Nö. Hau Rambi nicht. So, einmal springen. So, ist Rambi. Also... Dieser scheiß Rhino rennt mir immer im Weg. Gutes Rhino. Gutes Rhino. Komm her, Bambi. Oder Rambi. Bambi ist ein Hirsch, kein Rhinoceros. Hirsch, kannst du auch nennen, wie ich will.
Mein Stein! Da ist noch so viel. Ja, da ist noch viel. Wie kommt man nur da hoch auf der Klippe? Auf den Klippen, da sind ja auch Eisensteine. Aber wir können ja erstmal noch diese 5 Meter hier hochgehen und dann nach links. Okay. Da ist ja auch noch was. Quasi zu meiner Treppe. Und da rechts ist auch noch was. Du, ich lass dich mal hier, ne? Bleib mal hier stehen. Halt, ich bin mal jetzt hier runtergegangen einfach, weil da ja, was dann ist. Ja, bleib, ich sag, gehst du runter. Geh nochmal hier hin. Lecker, lecker, Fettraupe. Fettraupe, du bist lecker. Ja, für zwischendurch immer ganz gut. Ui, Schwefel und Kristall aus einem einer Steinnase bekommen. Das ist doch gut. Ja. Lalala, ich hab Eisen. Oh, meine Spitzhacke sind gebogen. Hast ja Eisen mitgenommen. Richtig. Ah, du machst da deine Treppe kaputt. Ich lasse sie erstmal so und gucke, ob es vielleicht dann nachkommt. Das ist. Muss ja nicht gleich alles auf einmal kaputt machen. Wenn wir nächstes Mal herkommen und es immer noch nichts da, dann mache ich die Treppe weiter kaputt. Weil es muss ja, die Objekte müssen ja einen bestimmten Radius haben, wo dann quasi nichts mehr spawnt. Und wenn ich die Treppe so lasse, wie sie gerade ist, ist ja auch schon mal ein Ersparnis mit dem Hochklettern. Braucht man nur quasi nur einmal hochspringen, rüberspringen und gut ist. So. Wäre dann immer noch schneller als den Weg, den wir gerade gegangen sind.
Folge mir. Meine Maske ist kaputt. Na. Was ist auf da? Was ist das? Ach, Kaninchen. Ich glaube, ich habe das Ende des Eisenwegs erreicht. Nein, kein Eisen mehr. Ja doch, da vorne ist noch ein bisschen was, aber ich bin jetzt hier auch am Fluss wieder angekommen. Und hier ist das Ende des Eisenpfades. Her, du. Schade, wäre lustig, wenn man ein Kaninchen hätte nehmen können. Hehe. Boah, Nashorn, ich will dich nicht hauen. Geh doch mal ein bisschen weiter weg. Ach, ist dir das Nashorn etwa im Weg? Er sucht sehr nah Körperkontakt. Vielleicht möchte er kuscheln. Er ist ein Kuschelhorn, ja. Kuschelnashorn. Hä? Jetzt ist da das Eisen wieder gespawnt. Oh, oh, da ist ja noch viel mehr Eisen, sehe ich gerade. Mehr Eisen? Ja. So, aber erstmal. Bist du hierher? Hm. Wollen wir mal klettern? Ich glaube, du hast gerade dasselbe in Sicht wie ich auch. Ich hätte nur am liebsten mein Nashorn mit da oben. Hm. Wollen wir es versuchen? Komm mal her. Mehr als schief gehen kannst du ja nicht. Genau. Mehr als schief gehen kannst du ja nicht. Bouldern war halt ein bisschen. Oh, die Kante schafft. Nein!
Okay. Die Kante war dann zu stark. Leck mich. Oh. Warum fällt die einfach runter? Dann komm mit. Nehmen wir die andere Kante. Puh. Bin oben. Schön. Toll, und jetzt habe ich aber gleich nichts mehr zum Reparieren. Wolltest du deinen Typ mitnehmen? Der ist ja mitgespawnt. Ah ja, der spawnt mit. Hätte ich ihn gar nicht mit versuchen müssen. Ich hänge jetzt so gerade blöd in der Stein. Ah. Oh, da rutscht man runter. Cool. Also ich muss das diesmal auf jeden Fall mehr als 10 Eisen mitnehmen. Oder ich mache mir einfach eine Stahl. Nein, ich rutsch runter. Och, ey, leck mich. Yep. Ich bin off. Also. Ist oben überhaupt noch Eisen? Ja. Gut, dann komme ich da gleich hoch. Sogar noch eine ganze Menge. Kann ich ja mal so ein bisschen erkunden. Ah, hier ist sogar noch mehr Eisen, also ist doch gut Eisen für dich da, lieber Heinrich. Hier am Rad auch. Ja, ja. Oh, von da oben muss man eine wunderbare Aussicht haben. Hey, ich arbeite hier. Wieder. Okay, hier oben ist kein Eisen mehr. Ich will da ganz hoch. Es geht noch höher. Oh, 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 oh. Mathilde und Pop Pop so. Das sieht auch cool aus da drüben. Okay, jetzt wird's kritisch. Hoffen wir mal, dass ich nicht abspiele und sterbe. Ey, ihr Sacknasen, verzieht euch hier. Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich komme ganz hoch, ich komme ganz hoch. Oh Gott! Ich komme ganz hoch! Nein, nein! Manu, das war so knapp. Ich will da hoch. Okay, wieder runter. Ups. Das noch. Ich schaffe das noch. So, Träger, wo bist du? Da. Ich ziehe jetzt einfach Klamotten aus. Es hieß ja, dass ich besser klettern kann. Ja, du wirst dann wahrscheinlich leichter, ne? So, also. Nacktes Klettern. Naturboulder.
Ah, das bringt wirklich extrem viel. Krass. Yeah! Ich bin ganz oben! Wuhu! Hurra! Wunderschön hier oben. Wo ist denn der Heinrich? Am Arbeiten. Ist der Heinrich am Arbeiten? Oh, aber ich mache mich mal auf den Heimweg, weil ich habe keine Raupen mehr. Ich habe Hunger. Und so weiter. Jetzt muss ich hier nur noch sicher runterkommen. Aua. Ich habe immer genug zu essen dabei. Ja, ich dachte auch, dass ich genug habe. Autschi. Mich aber mal wieder an. Nicht, dass du auch die Sklaven irritierst. Ne? Ja, so schön FKK ja auch ist. So. Sicher gelandet. Machen wir uns mal auf dem Heim. Du kommst nach, ne? Ja, ja, ich muss mir keine Sorgen um dich machen, oder? Nö, nö. Dann ist ja gut. Dann sehen wir uns zu Hause. Ich glaube, ich werde dann doch mal Langzeitprojekt einen Fackelweg machen. Aber nicht, dass dann da auch nichts spawnt. Die Fackeln kann man ja ohne Probleme wieder wegnehmen. Ich will die ja jetzt auch nicht ganz dicht aneinander machen, nur dass man halt sieht, ah ja, hier ist der richtige Weg nach Hause. So, falls man in einen Sandsturm gerät zum Beispiel. Ja, mein Magen knurrt, ich weiß. Ups, habe ich nicht repariert. Fuck you. Ich habe auch kein Eisen mehr. Oh, verdammt. Die Ex hochgeklettert. Immer denselben Weg. Oh, da ist ein Stamm. Ah, da fällt mir ein, was wir nächste Folge machen könnten. Ich hatte ja am Ende der letzten Folge oder vorletzten Folge hatte ich ja doch so eine kleine Höhle entdeckt bei uns in der Nähe. Da könnten wir reingehen. Da gibt es auf jeden Fall viel Herzen und Essenz für dich und Essenz für mich. Oh, oh. Du weißt, was er ja heißt? Hab dich lieb. Peter hat man ja nicht wiedergefunden, ne? Der war ja weg. Ja, aber oh Mist, jetzt habe ich vergessen. Ich weiß nicht, ob es bei Mickey oder Ulrich Meier oder Carsten Böttcher war. Irgendjemand hatte mir auf jeden Fall gesagt, hatte uns in die Kommentare geschrieben, wo Peter steht. Ja, ich glaube, das war der Carsten Böttcher. Aber ich habe den Kommentar gerade nicht im Kopf. Ja, ich leider auch nicht. Aber der hatte uns gesagt, wo Peter zu finden ist. So, jetzt habe ich mich erstmal wieder vollgefuttert. So, komm mal her. So, 1500 Eisenstein knapp. Läuft. Du bist ja gar nicht mein Nashorn.
Und dann ist auf jeden Fall meine nächste Aufgabe. Ich glaube, da werde ich mich echt an einen Dings machen, an ein Schmiedehaus. Oder ich gucke, ob ich Können das wir hier die so ein bisschen Brennöfen so. Überhaupt noch verschieben? Nee, müssen wir neu bauen. Ja, das ist ja auch irgendwie blöd. Dann baue einfach einen dritten, keine Ahnung, oben ins Schlafzimmer. Dann wird es kuschelig warm. Wieso? Ich baue doch keinen Schmiede ins Schlafzimmer. Denk einfach, es ist kein Schmiedeofen, es ist einfach nur ein Kuschelofen zum warm werden. Keine Ahnung. Nee. Nee? Ich überleg mir das schon. Danke. Keine Bange, ich überlege mir schon was, wie wir das machen. Das wird ganz toll. Es wird fantastisch. Amazing. Absolute unbelievable. Ja, ich glaube, wir können einen Cut machen. Jo. Ich laufe jetzt ja eh gerade zurück und ja, da wird erstmal wieder ausgeladen. Das ist ja alles nicht so interessant. Und ja, mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Muss auch noch mal gucken, was wir mit Dämonenblut anfangen. Dämonenblut, ja. Dämonendöner, ne? Das packst du halt über den Döner und dann schmeckt er lecker. Das bringt dann die nötige Schärfe. Ja, wahrscheinlich kannst du die Waffen damit verbessern. Dämonenblutwaffen oder so. Na, okay. Tipp ich mal drauf. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder am besten ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.